drei wichtigsten Dinge in meinem ganzen Leben. Meine Religion, meine Familie und mein Sport. Man muss sich schon sauber und clean ernähren. Ist echt schwierig. Guten Morgen, Leute. Mo Grabinski hier. Wir starten direkt am Morgen mit der ersten Einheit hier im UFD-Gym. Heute steht Sparring auf dem Programm und ihr dürft mich einen Tag mit begleiten. Let's go, Leute. Ich denke, wir haben die besten Kämpfer, nicht nur Deutschland, sondern europaweit. Wer mit solchen Leuten trainiert, ist für den der Kampf auch viel einfacher. Training bei Ivan immer ans äußerste Limit. Man muss überlegen, das ist nur das Warm-up vom Warm-up. Zum Abschluss kommt noch Sparring. Okay, guys, try to hold it under your chin. Das ist die erste, ich sag mal so, richtig intensive Einheit nach Ramadan. Also wir hatten jetzt 4 Wochen Ramadan. Man kann jetzt natürlich nicht auf so einem Level in Ramadan trainieren wie jetzt, weil tagsüber einfach die ganze Flüssigkeitszufuhr fehlt. Ich bin zwar auf einem guten Level, aber ich merke das auf jeden Fall. Come on, attack, right low kick. The important now is that from now on, till the last week before the fight, you have to be focused, you have to be present, and we have to work on the game plan against his opponent. Wir haben ja noch 8 Wochen Zeit, also let's go, jetzt geht's weiter mit Sparring. Boah, Marc ist pure Gewalt. Das ist wie, als wenn du gegen einen Felsen kämpfst. Schlimmo macht immer Spaß, weil man kann mit ihm 50 arbeiten. Er ist so erfahren, so technisch, diese Ruhe, da kann man sich viel abschauen. Er hat einen hohen Fighter-IQ, er sucht sich die Lücken und dann schlägt er eiskalt zu. Ist echt schwierig. He might knock the guy out, he might kick the guy out. The possibility is there, 100%. Jetzt geht's unter die Dusche, von da aus geht's weiter zum Essen. Let's go. Wir sind jetzt im Restaurant von der Tante von meiner Frau. Der Laden heißt Chop Chop. Ist ein thailändisches Restaurant. Lassen so ein bisschen die Trainingseinheit ausklingen. 90% essen wir zu Hause. Meine Frau kocht auf jeden Fall. Wenn wir draußen essen, dann aber auch ausgesuchte Restaurants. Weil ich mag das einfach gerne, in Restaurants zu essen, wo man die Küche kennt, wo man den Koch kennt. Und sowas ist auch sehr, sehr wichtig in der Vorbereitung. Ich habe auf jeden Fall einmal einen Kampf gemacht in Polen. Auf dem Rückweg bin ich mit dem Mietwagen nach Hause gefahren, also Richtung Düsseldorf. Da haben wir einen Zwischenstopp in Berlin gemacht. Dann haben wir wirklich ein Restaurant nach dem anderen da getestet. Ne? Da wolltest du schon beim NFT haben, wo ich nach Hause gekommen bin. Weißt du noch? Hättest du voll die weil wir bei deiner Mutter waren. Ja, dein Handy war aus. Genau, mein Handy ist ausgegangen, Akku leer. Die ist schon direkt in Panik verfallen. Die wollte hier FBI, Polizei, alles anrufen. Wäre nicht schlecht, ne? So nach der MMA-Karriere vielleicht Foodblogger zu werden. Ne? Ich habe immer so in meiner Karriere zwischen Leicht und Welter geschwankt. Ich war so ein bisschen fürs Welter zu leicht, fürs Leichtgewicht wiederum ein bisschen zu schwer. Aber ich habe jetzt über die Jahre auf jeden Fall für mich entdeckt, dass das Weltergewicht so meine Gewichtsklasse ist und ich mich da am wohlsten fühle. Man muss sich schon sauber und clean ernähren. Da finde ich so eine thailändische Küche, jetzt speziell das Restaurant von dem Onkel von meiner Frau, finde ich sehr gut so als Ernährung. Verheiratet sind wir seit 5 Jahren. Kennen tun wir uns seit 6 Jahren. Also wir haben relativ schnell geheiratet. Man muss auf jeden Fall zusammen an einem Strang ziehen. Familie, Training, so harmoniert das alles auf jeden Fall miteinander sehr gut. Ja, jeder hat so seinen Part, ne? So mit einem Kampfsportler zusammen zu sein, ist auf jeden Fall nicht leicht, vor allem in der Vorbereitungsphase. Die hat mich ja als Kämpfer kennengelernt. Über die Jahre hat sich das einfach so entwickelt, dass wir einfach miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Und ich finde, das gehört nicht nur zu einer Beziehung dazu, sondern es gehört einfach mit einem Miteinander so einfach dazu. Ich gucke mir die Kämpfe auf jeden Fall an. Mir fällt es auf jeden Fall leichter, wenn ich vor Ort bin, als mir das dann zu Hause anzugucken. Angst ist da auf jeden Fall auch mit dabei immer, aber mittlerweile weiß ich, der packt das immer. Das Preisgeld ist für mich nicht an erster Stelle. Für mich ist eigentlich wirklich nur wichtig, die Siege zu holen, gegen die besten Kämpfer Deutschland, europaweit zu kämpfen und sich einfach eine Legacy aufzubauen. Aber so jetzt materielle Sachen, neues Auto und so weiter und so fort oder eine Uhr, ist für mich nicht viel wert, weil materielle Sachen vergehen. Aber so Zeit mit der Familie, Urlaub, sowas bleibt einfach. Wenn mein Sohn jetzt irgendwann mal zu mir kommen würde und sagen würde, ey Papa, ich will trainieren, ich würde das komplett supporten, auf jeden Fall. Das würde mich auch irgendwie stolz machen. Ob es jetzt Fußball, Kampfsport oder irgendein anderer Sport ist, hat mein kompletten Support auf jeden Fall. Ja, ne? Ich sehe das genauso. 3 wichtigsten Dinge in meinem ganzen Leben sind auf jeden Fall meine Religion, meine Familie und mein Sport. Das sind so die 3 Sachen, die einfach den höchsten Stellenwert in meinem Leben haben. Das sind Sachen, die bleiben einfach dein Leben lang und dafür lege ich auch meine komplette Leidenschaft, weil alles andere ist einfach nebensächlich. Wir stehen hier vor der Rudolf Weber Arena, wo in 8 Wochen das große Event stattfinden wird. Also kommt, lass uns reingehen. Mit der Rudolf Weber Arena verbinde ich auf jeden Fall eine gute Vergangenheit. Ich habe hier einer meiner ersten Kämpfe gemacht, habe den Kampf auch erfolgreich bestreiten können. Von daher verbinde ich auf jeden Fall gute Erinnerungen mit der Halle, ist quasi auch direkt bei mir vor der Haustür. Von daher freue ich mich umso mehr und riesig auf das bevorstehende Event.
quasi direkt vor der Haustür zu kämpfen, ist natürlich immer was Schönes. Es ist hier umso schöner, dass einfach Familie, Freunde mich lautstark unterstützen können, auf jeden Fall. Der Weg zum Finale ist nicht mehr weit, von daher bedeutet mir der Sieg jetzt im Viertelfinalkampf natürlich sehr viel. Ich erwarte natürlich nicht nur von meinen Fans, sondern von allen deutschen MMA-Supporter, dass die uns deutsche Kämpfer auf jeden Fall lautstark unterstützen werden. Sichert euch auf jeden Fall die Tickets, weil die Halle wird rappelvoll bis auf den letzten Platz. Und ich freue mich einfach riesig auf Zuschauer, die hier Stimmung machen werden. So Leute, wir sind jetzt hier beim Final Part angekommen. Jetzt steht die zweite Einheit auf dem Programm, die Strange Unconditional Einheit. Let's go Leute, kommt mit. Heute ist das Training sehr leicht, da Mo schon in der Morgeneinheit Sparring gemacht hat. Wir machen heute hauptsächlich Explosivkrafttraining, Maximalkraft und Kondition sind zwei Fähigkeiten, die in diesem Sportart sehr dominieren. Und das versuchen wir immer bei jeder Vorbereitung zu verbessern. Wir haben das so, dass wir zweimal in der Woche unser Kraftausdauerprogramm machen. Das ist unterteilt in einmal Unterkörper und einmal Oberkörper. Zum Wochenende hin, zum Samstag, machen wir nochmal speziell Sprints. Das ist auch nochmal gut, so zum Ende der Woche hin, einfach mal nach draußen in eine andere Umgebung, an die Natur zu kommen. Mo ist sehr diszipliniert und hat Herz. Und ich bin fest davon überzeugt, er wird die Finale holen. Also die Übung ist auf jeden Fall jetzt mit der Landmine. Das ist für Schlagkraft. Rotation mit Eindrehen zum Schlagen. Dazu ist noch dieser Geschwindigkeitsmesser da. Dadurch können wir uns viel besser orientieren im Training und es ist ein sehr gutes Tool, um unser Training quasi zu optimieren. 1,99,80. So Leute, der Tag ist damit abgeschlossen. Jetzt geht's runter die Dusche, dann mit ab zur Familie und dann geht's morgen weiter mit der gleichen Prozedur. Verpasst auf jeden Fall nicht meinen Kampf. Am 17.06. Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Lasst euch das Event auf jeden Fall nicht entgehen.